Ich wollte doch was gehackt haben. Was bist du? Psyboost! Glaubst du, ja? Ho, ho, ho. Oh, schön. Stellt man sich mal vor, ich hätte das alles verpasst. Okay, die Pistole ist schlecht, unsere war besser, ne? Ja, schäbig. Denn dann kann ich das hier entladen und alles wird gut. Hi! Ja, ist okay. Ich wurde gerade angeknurrt von einer Katze, während ich versucht habe, Kanonen zu erschießen. Ja, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Ja, Mau. Ich werde zertrampelt. So. Nichtsdestoweniger. Wir waren dabei, was zu erledigen. Ja, Gott sei Dank. Der ist schon mal erledigt. Juhu, ein bisschen Munition. Süße Lou. Bitte erschrecken Sie sich nicht. Mhm. Was für ein komischer Gang ist das? Oh, shoot. Stehen bleiben, sterben. Ach ja. Es geht ja so langsam der Platz aus. Was? Piep. Ganz schnell, ganz weit. Ja. Tschüss. Miep. Okay. Hier sind wir vielleicht für den Moment sicher. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir sollten forschen. Bern. Ja. Oh, unsere Verbesserungen haben uns unter anderem einen Schuss mehr beschert. Aber ich glaube, wir versuchen es besser damit. Stirb!
Cyborg mit Wife Monster. Okay. Ihr seid schon schwer in Ordnung, Leute. Sonst noch irgendwelche Monster hier? Nee. Möglicherweise nicht. Mann, wir haben jetzt einiges an Munition aufgesammelt insgesamt mal so bemerkt und kaum mehr Lebenspunkte. Ach, hier sind wir, alles klar. Wir waren immer noch dabei, die Kanone zu nehmen. Ja, dieses Mal habe ich etwas weniger ressourcensparend gearbeitet, ich weiß. Ihr müsst da jetzt jeden Moment diese komische Tussi. Ja. Nur vernünftig ins Visier. Ja. Das war ja jetzt alles andere als vernünftig. Jetzt gibt es ein unerforschtes Objekt. Okay. Weg. Also, den habe ich den gerade jetzt eben überhaupt untersucht? Ich glaube nämlich schon fast nicht. So. Speichern. Das war wieder halbwegs ressourcenschonend. Bleibt ruhig da stehen. Hui. Wir haben doch noch relativ viel Heilzeug, ja. Okay. Nehme ich auch. Hi! Mitnehmen. Ist in meinem Schuss. So. Okay. So. Das heißt, wir können dann jetzt da hoch und alles wird gut. Das war mir jetzt ein Bedürfnis, dem richtig schön fies weh zu tun. Moment, warum? Gehen wir doch erstmal zum meinem Lieblingsheilbereich. Was da ja gar nicht mal so weit weg war, wenn ich mich richtig erinnere.
Was ich scheinbar nicht tue. Naja, es geht. Aber für 5 Naniten. Was denn? Also im Bereich Energiewaffen müssten wir mindestens 5 oder sowas haben, um das Ding zu benutzen. Zeigt ihr mir das so an? Ja. Nee, danke. Also ich meine, ist cool und so, aber... Ich glaube, da würde ich eher auf Alien gehen. Aber PSI brauchen wir eigentlich auch so selten. Ich meine, ich verwende es generell selten. Da sind ein paar nette Effekte bei, mit Sicherheit. Aber ich glaube auch nicht, dass wir die so oft brauchen, dass wir das jetzt unbedingt machen sollten. Dann würde ich doch eher unsere allgemeinen Fähigkeiten ausbauen. Dreck. Egal jetzt. Wenn ich jetzt noch 5-mal hin und her renne, dann, dann sind wir nachher pleite und, alles wird gut. Wo wollte die noch, dass wir hinkommen? Ach, ja, genau. Im Map werde ich das auch bestimmt finden. Gut gemacht. Deck 4. Der Reaktorkern ist jetzt wieder aktiviert. Klar. Gehen Sie jetzt zum Aufzug und 4. Kommen Sie zu mir auf Deck 4. Inzwischen habe ich einige anilidische Artefakte an Bord des Schiffs entdeckt. Ich glaube, diese könnten ihn nützen und deshalb habe ich diese Informationen in die Waffen-Upgrade-Einheiten des Schiffs geladen. Diese können die Informationen an Ihr Cyber-Interface weitergeben. Worauf warten Sie denn? Gehen Sie zum Aufzug. Okay. Also zu Deck 4 kommen wir nicht. Hier waren wir mal, vor langer, langer Zeit. Achso, du bist ein Schrotflinten-Heini. Entschuldige, das habe ich ganz übersehen. Das sind Decken Decks 1 bis 5. Schacht unzugänglich. Hydroponik. Waren wir da jemals? Luna, du brauchst mein Kabel nicht festzuhalten. Das kann ich auch. Verdammt. Etwas blockiert den Schacht und der Aufzug kann Deck 4 nicht erreichen. Ach. Lassen Sie mich nachsehen. Ich entdecke massive Mengen eines Biomaterials, das den Aufzugsschacht versperrt. Okay. Die Umgebung auf dieser Ebene wurde so verändert, dass sie eine Art Brutkammer für die Xenomorphs darstellt. Das dürfte nicht gefährlich sein, wenn man sich nur ein paar Stunden hier aufhält. Aber um den Schacht benutzbar zu machen, müssen Sie das Biomaterial beseitigen. Ich schalte mich in den Hauptdatenstrang ein. Mal sehen, was ich dort herausfinden kann. Yippie.